Becks Auswärtsspiel gegen den Ex-Club, den Halleschen FC. Was für ein Spiel erwartest du? Ja, wie es so üblich ist in der dritten Liga und auch gerade bei uns in dieser Saison, auf jeden Fall ein knappes Spiel. Ja, da entscheiden Kleinigkeiten. Ich hoffe, dass wir am Samstag das Spielglück auf unserer Seite haben und dann hoffentlich mit unserem ersten Auswärtsdreier nach Hause fahren können. Beim Halleschen FC hast du eine sehr erfolgreiche Vergangenheit. Wie würdest du die Zeit im Nachhinein beschreiben? Ja, es war eine sehr lehrreiche, sehr schöne Zeit. Ich habe viele Leute kennenlernen dürfen, mit denen ich heute noch in Kontakt bin. Habe mich ja wohlgefühlt und es war wirklich eine schöne Zeit. Mal offensiver, mal defensiver diese Saison bei uns aufgestellt, mal so 6, mal auf der 10. Wo würdest du sagen, fühlst du dich am wohlsten? Wo sind deine Stärken? Grundsätzlich ist mir das egal, wo ich spiele. Ich glaube, ich habe jetzt die letzten 7, 8, 9 Spiele defensiver gespielt, auf der 6. Da fühle ich mich auch wohl. Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt und wo ich der Mannschaft helfe. Und aktuell ist es auf der Position und von daher ist mir das persönlich ganz egal, wo. Wo lag der Fokus diese Woche im Training und was muss man machen, auch damit man jetzt endlich mal diesen Auswärtsdreier einfangen kann? Ja, auf jeden Fall unsere Chancen, die wir haben, ganz egal, ob das denn wenige oder mehr sind, nutzen, eiskalt nutzen und dann gut verteidigen und dann das Spiel mal über die Zeit bringen. Wir haben jetzt schon 2, 3 Mal auswärts führen dürfen und haben es nicht geschafft, da 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Und von daher geht es darum, alles auf den Platz zu lassen, ein Tor mehr zu schießen und dann sollte es klappen. Wie sehr beflügelt denn auch so ein Sieg gegen Dynamo Dresden? Das ist schon auch einer der Siege der Saison gegen einen der Liga-Primusse. Wie sehr beflügelt euch das? Ja, absolut. Ich glaube, Dynamo Dresden ist natürlich ein Kaliber. Von daher ist es nicht selbstverständlich, dass man die zu Hause schlägt. Das war eine gute Leistung von uns, vor allem in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit, die letzten 30 Minuten waren nicht optimal. Nichtsdestotrotz haben wir gegen einen sehr starken Gegner zu Hause gewonnen. Und den Schwung müssen wir jetzt mitnehmen. Haben um Selbstvertrauen getankt. Das haben wir allerdings in den Heimspielen davor auch. Von daher müssen wir einfach noch ein Stück besser spielen und dann wird das auch belohnt. Und jetzt nochmal vor der Winterpause auch eine englische Woche mit Halle, Zwickau und dann am Ende Oldenburg. Ich weiß, die Frage ist blöd, aber wie wichtig ist, dass man da jetzt auch mit so einem Hoch nochmal in die Winterpause starten kann? Absolut wichtig. Das sind jetzt 3 sehr, sehr schwierige Spiele, die vor uns liegen. Wir wollen jetzt erstmal ruhig machen, uns fokussieren auf Samstag gegen Halle und dann schauen wir, wie wir den Schwung da mitnehmen können, hoffentlich. Vielen Dank, Becks, dann wünschen wir dir viel, viel Glück und dann sehen wir uns dann wieder auch im Karl-Benz-Stadion am Mittwoch gegen Zwickau. So ist es.